Das wird jetzt was, oder? I'm trying, ja. Ah, wieder hier. Wenigstens standst du wieder hier. Ich versuche das schon die ganze Zeit, gucken. Ja, so ist das nicht, ey. Ja, aber jetzt wird das was. Das weiß ich. Irgendwo nochmal auf Medkit achten. Oh, fuck. Oh, schon wieder getroffen, ey. Zu halt richtig weh in diesem Spiel, ne? Getroffen werden. Ich sehe dein Blut, Sam. Ich sehe dein Blut. Und deine Hände. Da geht er down! Es tut mir leid, Sam! Junge, diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Nee, richtig. Ich mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Oh, Frank. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Hm. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf. Klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Pauli tot. Sam ja, tot. Weiß er noch. Alter, du kannst so nicht reden, nachdem du deinen besten Kumpel umgebracht hast. Nee. Und dann zu dem anderen Kumpel noch irgendwas erzählen wollen. Im Leben nicht, Alter. Im Leben nicht. Pauli war das falsche Stichwort, das glaube ich aber auch. Gemachter Mann, Freunde und Familie und kriminelle ich Laufbahn. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber... Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Luigi heißt er. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und vier Jungen. Ja, damals, Connor, aber lange her. Irische Zwillinge? Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die...
Angst, dass jemand von ihnen vor ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Mach's gut, Jury. Vielen, vielen Dank. Sie wollen mir weismachen, für sie stünde nichts auf dem Spiel. Sleet. Es geht um ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Dann muss das genug sein. Oh. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Oh. Genau, das ist eine Mission, okay. Das Mafia 2, das stimmt, ich erinnere mich dunkel. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld. Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie. Familie ist für immer. Yeah. Das ist sehr gut gemacht. Im zweiten Teil spielt man, glaube ich, Vito, ne? Guter Live, Mann. Danke für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Hau rein. Ja, gutes Spiel, gutes Spiel. Da kann man auch schon mal klatschen. Gutes Spiel, gutes Spiel. Oha!